krasse Ankündigung von TBT wieder. Es gibt ein Online-Turnier von uns am 22. Mai. Es gibt geile Preise. Checkt es alles ab. Info steht alles unten in der Beschreibung. Servus Jungs, Team Bubble Tier. Heute haben wir den Nico bei uns für unser Real Talk. Ja. Und wir werden mal ein paar Fragen heute stellen. Nico, du bist ja jetzt seit kurzer Zeit bei uns im Team. Ja. Warum hat man dich geholt? Ich denke, ich habe sehr viel Erfahrung. Ich habe Yugi, sag ich mal, angefangen, wo es gestartet ist. Habe früher sehr viele Turniere gespielt. Also ich habe schon bei großen Turnieren sehr oft mitgespielt, auch oben mit dabei. Die neuen Karten kenne ich vielleicht nicht so gut, aber von den alten Karten, sag ich mal, kenne ich ziemlich viele. Also für Deckideen, Strategie und so weiter, sag ich mal, ist es ziemlich hilfreich. Und ich denke, dass ich auch schnell ins Spiel zurückkommen kann, dass es für mich, sag ich mal, nicht so schwer ist, wie zum Beispiel für Neueinsteiger und so weiter, und dass ich dann, sag ich mal, mit meinen Ideen helfen kann. Ne? Du hast eine Zeit lang aufgehört mit Yu-Gi-Oh! Und bist jetzt wieder zurück, nach ein paar Jahren, glaube ich, war das jetzt. Warum hast du aufgehört und was hat dich bewegt, wieder zurückzukommen? Ja, ich sag mal, einerseits, dass viele Freunde aufgehört haben, also es haben nicht mehr so viele gespielt wie früher. Dann, sag ich mal, gab es andere Prioritäten, wie zum Beispiel Studium und andere Sachen. Und ja, ab und zu habe ich ja die Leute nochmal gesehen und dann hat es mich doch gereizt, ein bisschen wieder zu spielen. Und jetzt spielen ja wieder ein bisschen mehr als früher und auch regelmäßig. Deswegen, sag ich mal, ist es ganz interessant und von der Zeit her ist es auch okay, sag ich mal, Samstagmittag. Und auch auf die Turniere fahren, es war immer sehr lustig und hat mir ein bisschen gefehlt. Und ja, zum Beispiel YCS Prag war richtig gut, also hat mir gefallen. Und ja, freue mich auf die zukünftigen Turniere, die jetzt kommen. Du bist ja jetzt bei uns, wie gesagt, eine kurze Zeit. Was erwartest du von dem Team? Was kannst du dem Team bringen? Und ja. Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass wir auf große Turniere zusammenfahren, dass, sag ich mal, nicht nur vom Spielen her, sondern auch mal das Ganze organisieren, planen. Das war ja, sag ich mal, ein bisschen immer so ein Thema, wer plant Hotel, wer plant die Fahrt und so weiter. Ich glaube, da kann ich auch gut mithelfen. Dann, sag ich mal, dass ich auch mit den Leuten, dass man untereinander testen kann, dies und das, dass man sich treffen kann, mal Deck vorbereiten und so weiter. Und ja, gemeinsame Strategien entwickeln und ja, genau. Was hast du von TBT erwartet am Anfang und wie war dein erster Eindruck von den Leuten und der Gruppe? Also ich habe eigentlich nicht erwartet, dass es so gut organisiert ist, also muss man schon sagen, das ist schon gut organisiert. Da gibt es, sag ich mal, die Videos werden regelmäßig gedreht, also es ist nicht so, dass es da mal eine Zeit lang Flaute gibt und dann kommt mal wieder was, sondern da kommt regelmäßig was. Die Spieler sind eigentlich alle gut, also da ist keiner, der jetzt wirklich irgendwie, sag ich mal, nicht spielen kann, außer vielleicht Barisch. Ja? Barisch ist hier noch hängen geblieben mit Gravekeeper. Aber sonst, sage ich mal, spielerisch sind sie alle gut, auch so zwischenmenschlich passt es, ne? Ist auch wichtig, dass da, sage ich mal, dass man da untereinander klarkommt. Und ja, also es ist, sage ich mal, auch wichtig, dass wenn man Turniere ansteht und so weiter, dass halt mal wirklich da alle dabei sind, dass es läuft und nicht, dass da irgendwie ein, zwei fahren und der Rest spielt halt nie. Also es muss halt, sage ich mal, ja, also man muss auch ein bisschen von sich da selber sich ins Zeug legen. Ne? Du bist ja als Neuling, also als Neuer in der Gruppe zwischen zwei Fronten gewesen. Was hast du da so mitbekommen? Wie findest du die Einstellung der anderen und sowas? Ja, also ich finde, wer das Video mit Barisch gesehen hat, da finde ich, sag ich mal, die Meinung gerechtfertigt, dass Barisch der Schatten genannt wurde. Weil ich sag mal, der war ziemlich inaktiv, aber gibt sich jetzt Mühe. Der ist jetzt öfters mit dabei, er hat eigene Initiative gezeigt, ist auf jeden Fall gut. Und ja, ich würde, das Einzige, was noch wirklich fehlt, ist, dass er sein Gravekeeper-Deck aufgibt und mein gescheites Deckboard. Aber sonst sage ich mal, der Barisch hat verstanden, um was da ging und ja, also jetzt legt er sich wieder Zeug und zeigt Eigeninitiative. TBT ist ja gerade sozusagen in zwei Lagern aufgeteilt. Da haben wir einmal den Channel und einmal die Spieler sozusagen.
Sprich, wir brauchen ja für den Channel auch immer viele Ideen, viele Videos, viele Sachen. Wo siehst du dich da? Bist du eher so der Spieler, bist du eher so der Typ, der gerne Videos dreht oder beides oder was machst du? Ich sag mal jetzt eher channelmäßig, weil als Spieler natürlich, wenn man neu dazukommt, kann man nicht sagen, dass man jetzt da gleich oben mitmischen kann. Das braucht natürlich eine Zeit lang. Aber bei den Channel will ich auf jeden Fall so viele Videos drehen, wie es geht. Weil ich sag mal, wenn da eine neue Karte rauskommt und wenn es dann um die Karte, wenn man da über die Strategie redet und so weiter, kann eigentlich jeder mitreden. Spieler ist natürlich was anderes, da braucht man einfach Erfahrung, muss auch gut spielen können. Das kann also nicht unbedingt jeder. Aber das braucht einfach eine Zeit lang. Also da müssen jetzt nochmal ein paar größere Turniere kommen. Wir haben einen Fan namens Alina Kirschborn. Anscheinend steht die ja irgendwie auf dich, ja, die findet dich irgendwie total cool und so, ne? Möchtest du ein paar Worte an sie richten? Also sie soll mal bei Facebook schreiben, wir können gerne mal Losteria gehen oder so, kein Problem. Und ja, also Barisch ist eifersüchtig auf jeden Fall, also der hat leider keine Fans. Also es kam auch schon, zum Beispiel ICS Prag kam schon ein paar Leute zu mir und haben auf mein Magical Explosion Deck da reagiert. Ja, also da sieht man mal, wenn man sich da ins Zeug legt, was passiert und wenn man dann Schatten ist, wie Barisch zum Beispiel, bisschen Eigeninitiative und dann kommt das alles von selber, ne? Du hast schon den Schatten genannt. Sind dir noch andere Schatten aufgefallen in der Gruppe? Ja, also es gibt ein paar Schatten, die sind, sag ich mal so, die merkt man gar nicht. Also ich weiß nicht, sie sollten sich halt, sag ich mal, jetzt ein Beispiel am Barisch nehmen und ein bisschen mehr zeigen. Das hat, sag ich mal, dieses Gespräch, ernste Gespräch hat mit Barisch, das hat schon seine Wirkung gezeigt. Barisch hat wirklich verstanden, um was es geht. Vielleicht müsste man dann mit solchen Leuten auch Gespräche führen und müsste man, sag ich mal, sehen, wie sie dann darauf reagieren, denen auch natürlich eine Zeit geben. Und wenn von denen dann was kommt, dann kann es wie gehabt weitergehen. Wenn nicht, dann muss man vielleicht Konsequenzen ziehen. Ja, also bei Barisch auf jeden Fall waren die Maßnahmen notwendig und da hat, sag ich mal, auch was gebracht. Und ja, ab und zu muss man halt einfach sowas machen. Ne? Das ist halt notwendig. Ja, danke Nico für das Gespräch. Du bist ja auch jetzt turniermäßig, was ist dein nächstes Ziel? Was willst du spielen eventuell? Also ich bin auf jeden Fall bei der Deutschen Meisterschaft mit dabei. Welches Deck, weiß ich noch nicht. Zurzeit teste ich Cosmo, aber ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das spiele. Ich will auf jeden Fall mal alle Decks probieren. Monarchen habe ich eine Zeit lang gespielt, aber sage ich mal, mit den Starthänden und so weiter, das hat mir nicht so gefallen. Ich will ein konstanteres Deck spielen. Ich teste auf jeden Fall weiter Cosmo, werde vielleicht noch ein paar andere neue Decks testen und DM bin ich auf jeden Fall dabei. Wenn ich mich EM qualifiziere, spiele ich dort mit. Wenn nicht, werde ich auch mit dabei sein, weil Berlin einfach super Stadt, tolle Stadt, nicht weit. Selbst wenn man nicht qualifiziert ist, sollte man sich das nicht entgehen lassen und sollte hinfahren. Sehr schön, vielen Dank. Ihr habt es ja gehört, ihr werdet uns auf der DM sehen. Ja, TBT on Tour, ab nach Mainz. Wir sind wahrscheinlich alle dabei, wir werden sehen. Wenn ihr ihn seht, könnt ihr ihn ansprechen. Ja. Alina auch an dich. Ja. Sprech ihn gerne mal an, wenn du dabei bist. Ja. Ja, das war's von uns. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab und die Beschreibung. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet sie.